Ja, servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe es mir heute wieder ein bisschen gemütlich gemacht, draußen im Wald. Das ist heute total herrlich. Es ist zwar jetzt nicht so richtig tief winterlich, also ja, hier im Fränkischen, da fällt es immer ein bisschen so mit Schnee, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Ja, wir haben momentan noch diese bösen, ja, ich will es nicht aussprechen, böse C-Zeiten. Momentan trifft es uns hier in Fürth, Nürnberg-Umgebung, halt sehr schwer, weil wir sind jetzt gefangen aufgrund dieser Inzidenzzahlen mit diesem 15 km Radius. Entsprechend bewege ich mich auch jetzt hier in meiner Homezone innerhalb von 15 km. Dann haben wir gedacht, okay, baust da halt hier ein kleines Lagerle auf, versuchst das Beste draus zu machen. Und ich muss sagen, ich kann euch das Gleiche nur empfehlen. Also selbst in solchen Zeiten, dieses Draußensein und diese Ruhe zu genießen, das ist immer wieder herrlich. Also es gibt mir unheimlich viel. Ihr habt es vorhin sicherlich gesehen im Video, habe sogar mal Glück gehabt, so einen kleinen Specht oben im Baum anzutreffen. Der hat sich da bei der Arbeit überhaupt nicht stören lassen, während ich da mit der Kamera gefilmt habe. Das sind so Dinge, was ich mich freue. Paree habe ich vorhin auch schon mal vorbeihobbeln sehen. Also wirklich diese Ruhe, dieses Gedämpfte im Winter, wirklich herrlich. Ja, ich werde mir heute wieder ein bisschen was zum Essen kochen, einen kleinen Tee dazu und versuche einfach diese ruhige Zeit zu genießen. Und ich wünsche euch wie immer an der Stelle viel Spaß beim Zuschauen und schauen wir mal, ob wir was Leckeres zum Essen daher bekommen. Ja, Freunde, Küche funktioniert. Wie ihr vielleicht erkennt, ich versuche mir da ein bisschen was, so eine Art Kartoffel-Leberkäse-Pfanne. Das ist ein Rezept, was ich mir mal rausgesucht habe. Das klang eigentlich recht lecker. Jetzt gerade hier ein bisschen rustikaler, so im Kalten. Scheint doch so eine deftige Mahlzeit recht gut. Buschbox, die hat jetzt genau richtige Temperatur. Das passt. Lass mal das Ganze noch ein bisschen durchziehen und dann geht's endlich ans Essen. Ja, das Essen war gut, hat alles funktioniert. Ich werde jetzt an dem schönen Nachmittag noch ein bisschen die Zeit hier genießen, einfach noch ein bisschen lagern, bevor ich mich dann ja, langsam wieder auf dem Heimweg mache. Hier alles noch ein bisschen abbauen. Das ist immer ganz wichtig, wenn man so ein Lager aufbaut, auch wenn man sich hier mal, keine Ahnung, irgendeinen Stuhlentisch schnitzt, immer wieder zurückbauen. Also
darauf sollte man schon ein bisschen achten und auch den Platz wieder so verlassen, wie man betreten hat, also dass man keinerlei Spuren sieht, dann ja, ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen dicken Daumen hoch. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Dann seid ihr auch bei zukünftigen Abenteuern dabei. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Gute Zeit.